Geht, geht. Ich habe einen großen. Das will ich auch können. Bin ich aber verrückt. Scheiße, Mann. Okay. Ja, geht. Zum ersten Mal die Leine fahren.
Geil. Also. Ich glaube, die ist geil, die Line. Wenn man die kennt. Uiuiui. Lass mal wissen, was kommt. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich bin einfach gefahren, gerade Wind. Aber es sind schon ein paar Sachen dabei, die man fahren springen kann. Soll ich fahren oder was? Okay. Eckige Kurven. Muss ich noch ein bisschen perfektionieren. Wieso nicht hier?
Yes. Schöner Job da vorne. Oh, Bremswellen des Todes. Au, meine Unterarme. Machst du die Steiche? Nein, die will nicht. Sicher? Warte, warte. Ich fang, soll ich mal trauen? Warte mal kurz. Das juckt dich den Scheißdreck, gell? Wenn sie jetzt eins ziehen lässt, dann sind wir am Arsch. Dann sind wir am Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist rot, ist rot, ist rot? Ja. Okay. Danke. Ich bin rot. Ich werde ganz rot. Komm schon, ich will nicht treten. Ich hab's nicht geschafft. Entschuldigung, Marc. Das war ein Einschlag. Ich glaube, ich weiß auch wieso. Das war knapp, Alter. Aber knapp.
geil. Gebrappt. Imaginary Fistbump. Schon mal perfekter Einstieg für beide. Kann ja nur besser werden. Gehört. Böse Line. Jetzt wird's dunkel. Fahrwerk, danke. Fahrwerk und Arme, danke. Huh! Huh! Leck mich am... Ich war wahrscheinlich viel zu langsam dafür. Viel zu langsam. Oh mein Gott! Oh, langsam. Geht nicht mehr viel mit den Armen. Oh. Ich hab keinen Bock mehr auf mich. Hey Kuh, wenn sie mich stößt, ihr wisst Bescheid.
Hey, du hübsche Maus. Die versteht das gar nicht, ey. Die so, ey, was, warum gucken die so weg, ey? Die hat mir gerade einen Kopfstoß gegeben. Komplett falsch gesprungen. Wenn sowas halt passiert, hast halt auch die Arschkarte. Der Einschlag halt ganz anders ist. Aber gut. Alles gut, alles gut. Oh, die Sprünge sind schon geil. Tag 2 Sölden zu Ende. Es zieht richtig böse auf, aber wenn wir Glück haben, geht es an uns vorbei. Irgendwie haben wir gerade jeden Abend das Pech, mit Regen beglückt zu werden. Es ist ganz gemütlich, wenn man im Zelt sitzt, aber draußen sitzen nicht so. Ist nicht so. Deshalb werden wir jetzt gediegenen Tag ausklingen lassen bei mir im Zelt. Schön was kochen, ein paar Bierchen trinken. Und das ganze Videomaterial von heute mal beglücken oder anschauen. Ich hoffe, es hat euch diesmal auch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt von mir. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch eine schöne Sommerzeit und bis zum nächsten Video. Bye bye.